Aloha Wohnzimmerkapitäne, Aloha Seekräuter und willkommen zurück hier zur Schiffseinweisung auf dem Seekrauts Kanal. Ihr habt euch die Montana gewünscht und jetzt haben wir das Video endlich fertig für euch. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los, einmal mit der Geschichte. Und zwar kann man zur Montana sagen, es sollte eine Weiterentwicklung werden zur Iowa-Klasse. Ihr merkt, es sollte, das heißt, es ist ein Papierschiff, es wird tatsächlich nie gebaut. Die Entwicklung war aber recht intensiv und langwierig. Es wurden sogar Aufträge in die Werften vergeben. Sie waren dann so geplant, dass sie 1945 fertig werden sollten. Aber durch die Ereignisse in Pearl Harbor und die Schlachten im Pazifik, die sorgten eben dafür, dass der amerikanische Präsident dann die Bauten dieser Montana-Klasse ja, abbrach. Und ja, weil er einfach festgestellt hatte, dass die Flugzeugträger viel wichtiger geworden sind und Schlachtschiffe der Vergangenheit angehören. Ja, nebenbei kann man sagen, das wollte das erste Schiff werden, das erste amerikanische Schlachtschiff, was nicht mehr durch den Panama-Kanal passte. Man hätte also in Kanada oder Südamerika rumfahren müssen, um die Küsten zu wechseln. Und das nächste, was hier noch besonders dran ist, sind die amerikanischen AP-Granaten, die hier verschossen werden. Das heißt, jetzt sind zwar hier nur 406 mm, die hier drauf sind, aber die wiegen 1,22 Tonnen pro Projektil. Das heißt, die Penetrationskraft der Granaten ist extrem hoch. Auch da gibt es wieder einen Austausch. Die sind nämlich dafür eine ganze Ecke langsamer als andere AP-Granaten auf der T10-Stufe. So viel zur Geschichte. Wie hat Wargaming das Schiff jetzt ins Spiel gebracht? Ihr seht hier das Modell. Wie immer sieht es super cool aus. Auch bei einem älteren Modell. Das ist ja nun schon wirklich sehr, sehr lange in World of Warships drin. Es ist ein T10-Schlachtschiff und es ist ein Forschungsbaum-Schlachtschiff vor allen Dingen. Es ist mal kein Premium-Schiff. Wir machen ja regelmäßig Premium-Einweisungen hier auf der Schiffseinweisung. Diesmal haben wir mal wieder ein Forschungsschiff ausgekramt, weil ihr euch das eben gewünscht habt. Schauen wir uns mal die Penetrations- bzw. die Panzerungsanordnung an und was da penetriert werden kann. So ist es richtig. Wir haben vorne, hinten 32 mm. Das heißt, das sind wieder diese üblichen Werte. IFAE-geskillte Schiffe, 152 mm und 100 mm japanische Zerstörer zum Beispiel, kommen da ohne Probleme durch. Die 203 Millimeter Kreuzer, die kommen da auch durch, auch mit 1/6 Penetration. Das heißt, da seid ihr relativ schnell Mode. Das ist überhaupt eine relativ große Gefahr für die Montana. Brände und IFAE-geskillte Schiffe kommen hier relativ leicht durch. Nicht nur, weil die Aufbauten 19 mm haben, das haben alle anderen Schiffe, sondern auch, weil der Deck hier mit 38 mm nicht sonderlich dick ist. Denn da kann man sagen, 203 mm, ein Viertel Penn, also Hindenburg, Rhône zum Beispiel, sind so eine Kreuzer, die kommen da ohne Probleme durch. 180 mm, 1/6 Penn, Dmitri Donskoy zum Beispiel, kommt da auch ohne Probleme durch und lässt da ordentlich Schaden drinne. Die Henry, die San Luis, all so eine Schiffe machen ordentlich Schaden, weil sie auch ein höheres Kaliber haben. Also das ist wirklich beeindruckend, was man da an Schaden in dieser Montana versenken kann in dem Sinne. Dann kommen wir zu dieser AP-Geschichte. Die AP-Granate 32 mm heißt Overmatch von Yamato und Musashi vorne und hinten natürlich. Ne? Wenn wir dann da nämlich mal runter gucken, dann seht ihr, wie breit das ganze Schiff hier hinten ist. Ist also schon schwierig da vernünftig anzuwinkeln. Das heißt, die Overmatch ist einfach die Panzerung wirklich ignoriert. Ne? Die ist für die Granate gar nicht da und da könnt ihr auch auf diese Rundung schießen. Die können nicht abprallen oder irgendwie sowas. Ne? Das ist, die fliegen dann einfach durch und im schlimmsten Fall hier in die Zitadelle rein. Vorne ist es ein Ticken einfacher, weil da die Zitadelle ja auch ein bisschen schmaler ist. Da kann man sie dann vernünftig anwinkeln. Wir haben dann hier 409 und da geht es nämlich los. 259 mm, während hier vorne noch alles richtig dick ist. Ne? 457, 432, 457 und so weiter. Und ihr könnt durch diese dünne Panzerung an der Seite relativ schnell mal, gerade wenn ihr die richtige Kränkung habt, das heißt, ihr fahrt irgendwie eine Kurve oder so und dann ragt die innere Seite ein bisschen hoch, ja, seid ihr relativ leicht zitadellbar und fresst auch Schaden. Die ganzen amerikanischen Schlachtschiffe und auch andere Nationen, also Deutsche, Japaner etc., können euch auf Standard-Kampfreichweite, also maximale Kampfentfernung, die das Schiff standardmäßig hat, immer eine Zitadelle reinjagen bei diesen Panzerungswerten. Dann wird es noch interessant, Alaska auf 10,7 Kilometer, Yoshino auf 12,8 Kilometer, Kronstadt auf 19,1. Ich rede jetzt jedes Mal von den 409 mm, denn wer die 409 penetriert die 259 auf jeden Fall, wenn das Schiff richtig steht. Und da ist es natürlich dann wieder die Standardkampfreichweite. Ne? Das sind jetzt die extra, die superschweren Kreuzer, Schlachtkreuzer, die ich euch gerade genannt habe. Also die Montana hat da wirklich
ja, ein bisschen zu kämpfen. Also am besten immer möglichst spitz zum Gegner stehen, angewinkelt zum Gegner stehen. Dann könnt ihr den Schaden auf euch ein bisschen minimieren. Das ist das, was immer noch sagen kann. Und einen Hinweis möchte ich euch noch geben. Wir haben vor kurzem die Bayard ins Spiel bekommen. Französischer leichter Kreuzer Premium-Schiff. Der hat ein Fünftel Penetration mit den AE-Granaten und penetriert dann, wenn er IFAE geskillt hat, eben auch die 38 mm hier. Und damit hat das ganze Schiff eigentlich bis auf die Türme. Na, das muss man sich halt mal reinziehen. Also die Bayard solltet ihr als Montana nicht unterschätzen. Nachdem wir uns jetzt die Panzerung und die Geschichte angeschaut und angehört haben, gehen wir jetzt über zu den Eigenschaften des Schiffs. Die Überlebensfähigkeit hier bei der Montana hat Wargaming wie folgt festgesetzt. 96.300 Trefferpunkte stehen bei der Montana zu Buche. Das ist im Vergleich zu anderen Schiffen auf der Tierstufe 10 eher so mittelprächtig. Die Kreml ist natürlich besser, der Kurfürst, auch die Yamato hat mehr Trefferpunkte. Schlechter ist zum Beispiel die Conqueror und die Republik. Ja, also sind wir so bei der Montana so ziemlich im Mittelfeld angesiedelt. Torpedoschadensverringerung ist mit 37% angegeben. Da sind die Yamato besser, da ist auch die Kreml besser. Aber alle anderen Schiffe, also hier Conqueror, Kurfürst sind schlechter und die Republik ist gleich auf mit der Montana. Geht's dann schon weiter in Richtung Artillerie. Wir haben hier 4 Türme, A3 Rohre, 406 mm. Das ist für ein T10-Schiff relativ schlecht bewaffnet, gerade auch, weil es hier keine Option gibt. Wir haben hier nur diese 406 mm. Der Kurfürst hätte ja zum Beispiel noch die Option, auf 420 mm hoch zu gehen. Alle anderen, Republik, Yamato, Conqueror, Kreml, die haben alle höhere Kaliber und da manchmal, so wie die Conqueror zum Beispiel, noch die Option auf noch höhere Kaliber. Das ist jetzt einfach nur der Wertvergleich, ne, was man da für Optionen hat. Die haben wir eben bei der Montana nicht. Nachladezeit beträgt hier 30 Sekunden. Hier ist die 180-Grad-Kehre mit 45 Sekunden angegeben. Das ist natürlich ein besserer Wert als das, was die Yamato da zu bieten hat. Auf der anderen Seite ist es auch immer noch nicht ein besonders guter Wert. Die Republik dreht die Türme zum Beispiel schneller. Die maximale Streuung mit 297 Metern auf 23,6 Kilometer Kampfentfernung führt zu einer Streuung von 12,58 Meter pro Kilometer Kampfentfernung. Das heißt, wir sind ein relativ genaues Schiff, aber auch nicht so genau wie die Yamato natürlich. Zum Vergleich, der Kurfürst hat 13,01 Meter Streuung pro Kilometer Kampfentfernung bei einem Sigma von 1,8. Yamato hat 10,38 Meter Streuung pro Kilometer Kampfentfernung mit einem Sigma von 2,1 und ihr steht bei 12,58 Meter, hatte ich eben schon gesagt, bei einem Sigma von 1,9. Und heißt also, es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht übermäßig gut. Ihr habt halt nur eine Menge Mumpeln in der Luft und das macht es so ein bisschen wieder wett, auch gegenüber der Yamato. Ja, ihr habt eine Menge Mumpeln in der Luft und das macht den Unterschied eigentlich so ein bisschen aus. Und dazu kommt dann die Riesenschlagkraft, die dieses Schiff mitbringt. Aber der Reihe nach, wir kommen jetzt zu den HE-Granaten. Sprenggranatenhöchststand 5700 mit 36% Brandwahrscheinlichkeit und nur 67 mm Penetration. Das ist verhältnismäßig gering. Hier ist ein Sechstel Penetration bei der HE-Granate natürlich üblich. Da sind die Deutschen dann eben zum Beispiel besser oder gerade eben auch die Briten, ne, mit ein Viertel Penetration. Und dazu kommt bei den Briten natürlich der deutlich höhere Alpha-Damage, den die HE-Granate mitbringt. Auch andere Nationen wie Russen oder Yamato oder die Republik haben einen höheren Alpha-Damage, was dann aber einfach auch dem Kaliber geschuldet ist. Ihr habt eben nur 406 mm. Das ist so ein bisschen so ein Nachteil gegenüber der anderen Nation. Aber ihr habt eine geile AP, auch wenn sie nur 406 mm sind. Ich wiederhole mich ständig mit den 406, sorry dafür. Aber ja, die sind eben richtig heftig, wiegen 1,22 Tonnen pro Geschoss. Und das wird in World of Warships hier auch umgerechnet und mit einberechnet in die ganze Penetrationsgeschichte. Ihr penetriert mit den geilen AP-Granaten auf 23 Kilometer 430 mm Panzerung. Auf 15 Kilometer 532 mm und auf 10 Kilometer 624 mm. Also richtig cool. Man muss das natürlich jetzt, man darf mich jetzt nicht falsch verstehen, ne? Yamato penetriert natürlich besser, auch die Kreml, aber die hat auch ein höheres Kaliber. Ich rede jetzt immer im Vergleich zum Beispiel zum Kurfürst, da seid ihr konstant besser. Ja, der Kurfürst hat ja auch 406 mm als Option.
Dann kommen Standard-Abprallwinkel. 0 bis 30 Grad keine Penetration möglich. Da prallt ihr immer ab. Bei 31 bis 45 Grad habt ihr eine Chance auf Abpralle, aber auch eine Chance auf Penetration. Und ab 46 bis 90 Grad kommt direkt halt die Kalkulation für die Penetration zustande. Ihr müsst mindestens 68 mm penetrieren mit eurer AP-Granate, um dann den Zündverzögerer von 0,033 Sekunden, also Standardwert, auszulösen, um dann den Alpha-Damage von 13.500 Trefferpunkten hoffentlich in der Zitadelle dann eben unterzubringen. Bei einer normalen Penetration ist es ja dann nur ein Drittel und bei einem Overpen eben 10%. Dann gibt es noch eine Normalisierung, die möchte ich euch nicht vorenthalten, mit 6 Grad. Das heißt, die Abprallwinkel und so weiter verändern sich dann zu eurem Gunsten um 6 Grad, wenn es drauf ankäme. Ganz wichtig zu erwähnen ist eben, die AP-Granate fliegt hier mit 762 Meter pro Sekunde. Und da sind wir leider nicht so gut aufgestellt. Das heißt, es ist ziemlich schwierig oder man muss sich sehr stark daran gewöhnen, hier vernünftig vorzuhalten. Ihr seid damit das zweitschlechteste Schiff, wenn man dazu sagen möchte, oder das zweitlangsamste Schiff bei den AP-Granaten von den 6, die ich hier so in der Auswahl habe. Ne? Also nur die Kongferer schießt mit der AP noch langsamer. Und ja, Yamato schneller 780, die Republik ist mit 840 Meter das schnellste schießende AP-Schiff, was ich hier so zur Auswahl gerade habe. Bei der HE-Granate ist es dann wieder anders, dann sind wir bei 820 Meter die Sekunde und damit sind wir das zweitschnellst schießende Schiff. Wir sind damit schneller als Yamato, schneller als Kurfürst, Kongferer, Kreml und so weiter. Nur die Republik hat auch da wieder die Pole Position und ist 20 Meter schneller als ihr. Dann gehen wir zur Sekundärbewaffnung, die ich hier nur am Rande erwähnen möchte. Der Skill macht keinen Sinn, hier groß auf Sekundärbewaffnung zu gehen. Ihr habt hier nur 6 Kilometer Standardwert und kommt dementsprechend nicht in die hohen Range-Bereiche. Außerdem habt ihr nur ein Sechstel Pen und kommt damit natürlich nicht auf einen vernünftigen Wert bei der Penetration. Auf der Tierstufe 10 wohlgemerkt hier. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was mit den Bränden machen, aber ich würde die Sekundär auf gar keinen Fall bewusst hier hochskillen und das Ding auf einen richtigen Sekundärbild bauen. Die Flakbewaffnung, die sollte man pimpen. Da pimpt man zwar dann nebenbei auch die Sekundärbewaffnung, aber das ist ja mehr oder weniger klar. So, Feuerreichweite habe ich euch schon erzählt mit 23,6 Kilometer und dann kommen wir zu diesem nächsten Prunkstück dieses Schiffs, ist nämlich die gute Flugabwehr für ein Schlachtschiff. Wir haben hier Zwiebelring-Prinzip, Kurz-, Mittel-, Langstrecke. Fangen wir an der Kurzstrecke an. 910 kontinuierlicher Schaden bis 1,5 Kilometer und davon 70% Trefferwahrscheinlichkeit. Ist also ein ganz ordentlicher Teil, muss man ganz ehrlich sagen. Da kommt auch der Kurfürst nicht mit oder eine Kongferer nicht mit. Also die Werte, die passen. Mittelstrecke geht es dann weiter. Haben wir 12 Explosionen, 1050 Alpha-Damage in der Explosion und 718 kontinuierlichen Schaden. In dem Einsatzbereich von 1,5 bis 3,5 Kilometer mit 75% Trefferwahrscheinlichkeit. Und dann geht es rüber zur Langstrecke. 8 Explosionen, 1680 Alpha Damage pro Explosion und 280 Damage Points, die ihr ja kontinuierlich in der Langstrecke macht. 3,5 bis 6 Kilometer. Trefferwahrscheinlichkeit ebenfalls 75%. Ich abzähle euch jetzt natürlich einiges zur Flugabwehr. Behaltet bitte im Hinterkopf, die Flugabwehr wird aktuell, Stand heute, Update 086, noch immer überarbeitet. Das heißt, die Werte können sich da, die grundlegenden Werte auch, teilweise noch ändern. Das heißt, das ist natürlich hier nicht festgenagelt, was ich euch hier erzähle. Und dann geht es weiter zur Manövrierbarkeit. Mit 30 Knoten sind wir kein langsames Schlachtschiff, aber auch kein super schnelles. Ja, also wenn wir jetzt den Basiswert nehmen, sind wir ganz vorne mit dabei, denn selbst die Republik ist ja ohne Motorboost und ohne Signalflagge langsamer als die Montana. Der Kurfürst ist genauso schnell, die Yamato ist natürlich langsamer, die Kongferer langsamer, die Kreml langsamer. Also ja, von den Standardwerten her, dann kommen die individuellen Sachen eben drauf, ne? Republik mit Motorboost und so eine Sachen, der könnte doch noch einiges erreichen. Aber ihr seid eben auch langsamer als zum Beispiel eine Missouri oder eine Iowa, ja. Weil die Schiff ja einfach schon, wie wir vorhin bei der Geschichte schon gelernt haben, anders konstruiert wurde. Dann aber ein Wendekreisradius von 950 Meter und da bewegen wir uns ja in einem vernünftigen Bereich. Kreml hat einen größeren Wendekreis, die Kufus hat natürlich einen größeren Wendekreis mit über 1 Kilometer. Die Ruderstellzeit hier bei der Monty hat 22,2 Sekunden und das ist wieder so ein bisschen ein Problem, würde ich persönlich sagen. Kongferer ist schneller, Republik ist natürlich schneller, Kurfürst, selbst die Yamato ist ein ganz kleines bisschen schneller als das, was ihr hier standardmäßig an Ruderstellzeit
habt. Ja, Kreml hat ja auch eine sehr kurze Ruderstellzeit, also seid ihr da wieder eher am Ende der 6 Schlachtschiffe, die wir hier miteinander vergleichen. Erkennbarkeit zu Wasser seid ihr besser beim Kurfürst gegenüber Kurfürst und Yamato, schlechter aber gegenüber Conqueror und Republik zum Beispiel. Erkennbarkeit zu Luft 12,9 und wenn ihr im Nebel steht und eure Hauptbewaffnung benutzt, 17,4 Kilometer, geht ihr dann weit auf. Nochmal zu den Verbesserungen, die ich in meine Montana eingebaut habe. Da steht an Slot 1 Hauptbewaffnungsmodifikation 1. Risiko des Ausfalls der Hauptbatterie wird um 20% reduziert, Überlebensfähigkeit um 50% gesteigert und die Reparaturdauer der Hauptbatterie um 20% verringert. In Slot 2 Schadensbegrenzung Systemmodifikation 1, um das Risiko des Brandes und Wassereinbruchs um 5 respektive 3% zu verkürzen. In Slot 3, da gibt es dann mehrere Optionen. Meine Wahl ist Flakbewaffnungsmodifikation 1. Einfach 2 mehr Explosionen pro Mittel- und Langstrecke. Also das ist einfach eine bessere Flugabwehr. Dann gibt es als erste Alternative den Artillerie-Plotterraum Modifikation 1, um die Feuerreichweite der Hauptbatterie um 16% zu erhöhen. Damit kommt ihr über 27 Kilometer weit. Sorgt allerdings im Counterpart dazu, dass wenn ihr AP-Granaten auf diese Distanz schießt, ihr regelmäßig an den Außenwänden der Schiffe abprallen könnt, aufgrund des Einschlagwinkels der AP-Granate. Da würde ich dann eher dazu tendieren, mit der AP-Granate aufs Deck zu schießen, und wenn es gar nicht anders geht und damit nicht klarkommt, dann zumindest auf die ganz hohe Distanz mal HE zu benutzen, weil die ja den Winkel ignorieren und dann ihr da eine gute Schelle austeilen könnt. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, die HE-Granate bei 406 mm ist natürlich nicht so besonders mit der Brandwahrscheinlichkeit und es ist auch der Alpha-Damage nicht gerade besonders hoch. Deswegen kann ich euch eher empfehlen, Artillerie-Plotterraum nur dann, wenn man es unbedingt braucht, wenn man gar nicht anders spielen kann. Sonst würde ich das auch nicht einbauen. Es gibt natürlich hier noch eine dritte Option, die ich euch nachher separat vorstellen möchte. In Slot 4 baue ich hier die Steuergetriebe-Modifikation 2 ein. Sorgt eben dafür, dass die Ruderstellzeit um 20% reduziert wird. Dann bin ich bei 17,8 Sekunden. Das sind 3,5 Sekunden besser als vorher. Also eigentlich ein Pflichtding. Alternativ dazu kann man hier die Schadensbegrenzung Systemmodifikation 2 einbauen, die die Zeit für die Brandbekämpfung und die Reparaturdauer jeweils um 15% reduziert. Also ich meine natürlich die Reparaturdauer des Wassereinbruchs. Dann gibt es in Slot 5 die Tarnsystemmodifikation bei mir. Die Erkennbarkeitsreichweite des Schiffes wird um 10% reduziert und die Streuung der Granaten vom Gegner auf 5% erhöht. Und ich habe noch nicht das legendäre Modul, deswegen habe ich das Schiff hier, also kann ich es hier auch nicht einbauen. Aber das legendäre Modul sorgt für folgende Sachen. Zum einen wird Wassereinbruch um 30% schneller bekämpft. Das Feuer wird nochmal zusätzlich um 15% schneller gelöscht. Die Steuergetriebe-Reparatur findet 70% schneller statt. Also solltet ihr irgendwie einen Schaden am Steuergetriebe oder so erleiden, braucht ihr 70% weniger Zeit. Und dann kommt, dann könnt ihr das Ruder um 30% schneller stellen. Das heißt, ihr könntet dann in Slot 4 möglicherweise nochmal auf Schadensbegrenzungssystemmodifikation 2 gehen und bräuchtet da die Steuergetriebemodifikation 2 gar nicht mehr und würdet dann immer noch eine angenehme Ruderstellzeit, also noch eine angenehmere Ruderstellzeit bekommen. Das ist sicherlich eine sehr gute Überlegung wert. Ihr gebt dafür natürlich Tarnung her und vor allen Dingen auch Streuung der Gegnergranaten. Ne? Da müsste man gucken, dass man das vielleicht beim Kapitän sogar entgegenwirkt. So, und dann geht's weiter auf Slot 6. Da habe ich mich für die Artillerie-Plotterraum-Modifikation 2 entschieden, um die Streuung um 11% zu reduzieren. Ihr kommt dann runter von 297 Metern runter auf 264 Meter. Also ein richtig ordentlicher Vorteil, den ihr da mitnehmt. Alternativ dazu könnt ihr die Flakbewaffnungsmodifikation 2 einbauen, um den kontinuierlichen Schaden und den Schaden der pro Explosion innerhalb der Flakreichweiten um 15% zu erhöhen. Und dann gibt es neben dem legendären Modul hier auch noch eine ganz alternative Skillung, die hier theoretisch sinnvoll sein kann, wenn man denn möchte und auf die Streuung verzichten möchte, also die verbesserte Streuung verzichten möchte. Ihr baut hier in Slot 6 die Hauptbatterie-Modifikation 3 ein. Das verringert die Ladezeit der Hauptbatterie um 12%, allerdings drehen die Türme dafür um 13% langsamer. Ihr erinnert euch, die Turmdrehzeit ist hier schon nicht gerade besonders berauschend auf dem Montana-Schlachtschiff.
Und ihr könnt dann vorne im Slot 3 nämlich die Hauptbatteriemodifikation 2 einbauen, die dem dann entgegenwirkt, nämlich die Drehgeschwindigkeit der Hauptbewaffnung wieder um 15% erhöht, aber dafür verliert ihr Ladezeit bei der Hauptbatterie von 5%. Ne? Also da verliert er 5% und hier gewinnt ihr dann eben 12%, das heißt tatsächlich gewinnt ihr 7% an Ladegeschwindigkeit. Dann seid ihr ja, unter 30 Sekunden deutlich drunter. Das ist sicherlich ganz okay. Muss man sich überlegen, ob man das möchte, weil man verzichtet dann eben auf die bessere Streuung. Ne? Und man verzichtet vor allen Dingen im Slot 3 dann auf die Flakbewaffnung, respektive eine größere Reichweite. Das ist eben die Sache, die man dafür eintauscht. Muss jeder für sich selber entscheiden, ob er dann diese dritte Alternative mal ausprobieren möchte. Kommen wir dann zum Verbrauchsmaterial. Ich stelle euch jetzt hier nur das Premium-Verbrauchsmaterial vor, weil Wargaming ja schon vor einiger Zeit angekündigt hat, die Standard-Verbrauchsmaterialien in World of Warships abzuschaffen. Keine Sorge, die Premium-Verbrauchsmaterialien, also das, was wir jetzt noch Premium-Verbrauchsmaterial nennen, wird dann das Standard-Verbrauchsmaterial werden und kostenlos im Spiel sein und keine 22.500 Credits mehr kosten. Also, Schadensbegrenzungsteam 2, unbegrenzte nutzbar. Wirkungsdauer 20 Sekunden, Ladezeit 80 Sekunden. In Slot 2 gibt es die Reparaturmannschaft, die stellt 431 Trefferpunkte pro Sekunde wieder her. 28 Sekunden ist das Ganze aktiv, das sind dann 13.468 Trefferpunkte, die wieder hergestellt werden können. Bis ihr dann die Reparaturmannschaft wieder benutzen könnt, vergehen 80 Sekunden. Die Anzahl des Verbrauchsmaterials, was ihr hier vorrätig habt, 4. Wenn ihr in der Delta-Flagge dann auf das Schiff raufsetzt, erhöht sich natürlich die Reparatur und zwar auf 577 Trefferpunkte pro Sekunde. Das sind dann 16.156 Trefferpunkte nach einem kompletten Zyklus. In Slot 3 könnt ihr entweder Aufklärungsflugzeug oder Jäger benutzen. Auf das Aufklärungsflugzeug will ich gar nicht groß weiter eingehen. Jäger, das ist eher was ich benutze, nämlich um meine Flugabwehr nochmal weiter zu steigern. Anzahl der Jäger, die ihr startet, 4. Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 60 Sekunden. Aktionsradius 3 Kilometer um das Schiff fliegen die Dinger herum. Ladezeit 90 Sekunden und ihr könnt diese Jäger dann dreimal starten. Das ist ohne Inspekteur oder was. Ne? Also da könnt ihr theoretisch sogar mit Inspekteur noch mehr erreichen. Ja, und Aufklärungsflugzeug, mir nützt das nichts. Auf 23 Kilometer kann ich schon ganz gut schießen und den Rest mache ich über die Minikarte, wenn ich denn unbedingt möchte. Kommen wir dann zu den Signalen, die ich hier verbauen würde. In der oberen Reihe ganz links oben, November Echo Set the 7 erhöht den Flak-Schaden auf der Explosion und natürlich auch den kontinuierlichen Schaden. Würde ich hier einbauen und dann können wir direkt zur zweiten Reihe gehen, weil in der oberen Reihe skill ich da nichts mehr. Dann gibt es November Foxtrot, um die Ladezeit der Verbrauchsmaterialien zu beschleunigen. Um 5% spart er mal so 3-4 Sekunden bei den Verbrauchsmaterialien ungefähr. Dann zweite Signal, also das dritte Signal in Summe, aber der zweite in der zweiten Reihe. Sierra Mike von links aus gesehen der zweite. Der dritte von links ist dann India Delta. Das ist diese angesprochene Reparaturmannschaftsflagge, damit ihr mehr Trefferpunkte wiederherstellt. Dann Signal Nummer 4, Reparaturdauer des Wassereinbruchs um 20% verringert und Flagge Nummer 5 in der unteren Reihe, immer von links aus, Zeit der Brandbekämpfung um 20% reduziert, India Yankee. Und dann habt ihr 6 Signalflaggen hier drauf auf dem Dampfer und das ist alles, was ich hier diesen Dampfer sozusagen empfehle. Dann können wir uns noch ganz kurz die Tarnung angucken. Ihr könnt ja hier alle möglichen Tarnungen anbringen. Ihr könnt aber auch, wenn euch die Montana richtig gefällt, ein paar Dublonen ausgeben, in Summe 5000. Dann kriegt ihr die Typ 20 Premium Tarnung hier zur Verfügung gestellt. Die bringt Erkennbarkeit zu Wasser minus 3%, Steuerung der Granaten, die ihr Gegner auf ihr Schiff abfeuert, plus 4% erhöht, Schiffswartungskosten um 50% reduziert. Das ist eben ganz, ganz wichtig, wenn ihr das Schiff häufig benutzen wollt, um dann einfach mehr Credit zu verdienen. Credit-Punkte je Gefecht um 20% erhöht und EP je Gefecht um 100% erhöht. So, nachdem wir uns die Werte des Schiffes und die ganzen Äußerlichkeiten hier, Signale und Verbesserungen und so weiter alles angeguckt haben, kommen wir jetzt zu dem, was das Schiff hier tatsächlich belebt, nämlich die Mannschaft und die wird angeführt von einem Kapitän. Bei mir ist es John Doe, ein legendärer Kapitän, der hier besondere Fähigkeiten mitbringt. Ich nutze aber nur eine davon. Fangen wir erstmal oben an. Vorrangiges Ziel ist für mich als Schlachtschifffahrer irgendwie wichtig. Ich muss wissen, wie viele Schiffe mich jetzt fokussieren oder anvisieren. Dann kann ich mich irgendwie besser positionieren. Das ist mein persönliches Favorite. Ihr könnt hier oben dann auch präventive Maßnahmen benutzen zum Beispiel. Ihr könnt hier auch Ladeexperten nehmen, der bei meinem Kapitän dann sogar ein besserer Skill wäre. Oder ihr könnt hier
Schussalarm nehmen. Auch der wäre ja theoretisch möglich. Das müsst ihr dann nach eurem Gutdünken einsetzen. Ich halte aber hier vorrangiges Ziel für mich persönlich am sinnvollsten. In Reihe 2 geht es dann gleich weiter mit dem Adrenalinrausch. Die gesamte Bewaffnung wird mit abnehmenden Trefferpunkten des Schiffes in der Nachladegeschwindigkeit beschleunigt. Also eine super sinnvolle Sache, weil Schaden nimmt ihr Schlachtschiff eigentlich immer und dann könnt ihr im Kürzer nachladen. In Reihe 3 geht es dann rüber zu Grundlagen der Überlebensfähigkeit. Ihr wollt ja länger überleben im Gefecht, also länger, kürzer brennen und kürzer Zeit benötigen, um Wasser auszupumpen oder irgendwelche Sachen zu reparieren. Also Grundlagen der Überlebensfähigkeit. Punkt. In Slot 4, also Reihe 4, da gibt es dann den Brandschutz. Die Brandanzahl, also Feuerquellen an Bord des Schiffes, da müssen die ganzen Crews dann ihre Feuerzeuge über Bord werfen. Nein, natürlich nicht. Hier geht es nur um die Feuerquellen, die andere Schiffe an Bord bei euch legen können. Hier wird es dann auf 3 verringert und das Risiko des Brandes wird dann um 10% bei dem Dampfer reduziert. Also das sind so die grundlegenden Sachen für Überlebensfähigkeit. Und weil wir ja die Flugabwehr hier noch weiter steigern wollen, weil die ja auch ein Juwel des Schiffes ist sozusagen, gehen wir dann wieder in Reihe 3 hoch zur Schießgrundausbildung, wenn ihr dann 13 Skillpunkte zur Verfügung habt. Da erhöhen wir dann damit nämlich den kontinuierlichen Schaden auf Kurz-, Mittel- und Langstrecke bei der FLAG. Und wenn ihr dann wieder 4 Skillpunkte parat habt, geht es weiter runter. Manuelles Feuer in der FLAG-Bewaffnung. Ganz, ganz wichtig, steigert die Effizienz des Flugabwehrsektors um 20%, also den ihr erhöht habt. Mit der Taste O könnt ihr ja links und rechts auswählen. Und ganz wichtig, wenn ihr dann hin und her schaltet zwischen den Sektoren, dann vergeht 20% weniger an Zeit. Ja? Also auch so ein Punkt, den ihr auf jeden Fall mal ins Kalkül ziehen solltet, wenn ihr Flugabwehr skillt. Und dann haben wir noch 2 Skillpunkte, die wir vergeben können. Da geht es natürlich zum Elite-Schützen. Gerade bei diesem heroischen Kapitän hier verkürzt das natürlich ordentlich die Drehzeit der Türme. Nämlich bei mir um 1 Grad pro Sekunde mehr, als wenn ich das nicht geskillt hätte. So, und das war's, was mein Kapitän hier kann. Ich fahre damit sehr, sehr gerne durch die Gegend. Kommen wir zum Pro und Contra bei dieser Monty hier. Also, O ist natürlich die American Piercing Shells, die AP-Granaten, die diese Dampferchen hier verschießt. Ihr habt 6 vorne, 6 hinten, eine richtige Masse an Mumpeln. Alles, was von 10 bis 15 Kilometer bei euch steht, wird weggeblasen förmlich. Euer Alpha-Strike-Potenzial ist riesig. Die Masse der Geschosse für 406mm Granaten ist ebenfalls riesig. Und es macht einfach eine ganze Menge Spaß, mit dem Dampfer zu fahren und die Munition einzusetzen, gerade weil ihr eben da auch relativ genau schießen könnt. Nächster Pro-Punkt ist dann eben die FLAG. Ja, die Flugabwehr ist eine der besten im Spiel, auch wahrscheinlich hoffentlich auch nach dem FLAG-Rework, aber es sieht ja im Moment danach aus. Also von daher, das sind schon mal 2, 3 riesige Pro-Punkte. Und dann kommt noch einer dazu, nämlich die Schnelligkeit des Schiffes. Ja, die Basisgeschwindigkeit des Schiffes ist ziemlich cool, nur die Republik ist eben dann mit Motorboost und so weiter dann schneller. Ja, oder eben auch, wenn wir so auf T9 runter gucken wollen, Iowa, Missouri und so, die da auch eine relativ hohe Geschwindigkeit an den Tag legen können. Sonst, wenn er die Basisgeschwindigkeit nimmt, ist die Monty sehr, sehr weit vorne mit dabei. Dann kommen wir natürlich auch zum Contra. HE-Spam ist für euch relativ schnell tödlich. 32, 38 mm und 19 mm die Aufbauten. Da kommen halt EVE geskillte Schiffe ganz gut durch. Dann Overmatch 460 mm Yamato Musashi ist auch ein Problem bei der Monty. Und dann ja, die Zitadellenposition nicht unbedingt total vorteilhaft. Auch wenn sie an oder gleich unter der Wasseroberfläche liegt, müsst ihr trotzdem aufpassen, wie ihr manövriert. Die ist trotzdem immer noch ganz gut für Gegner zu erreichen. Insgesamt ein sehr, sehr spaßiges Schiff hat mir oder macht mir Spaß. Ist definitiv wert, erfahren zu werden, den Forschungsbaum hochzubringen. Arbeit ist natürlich ein Stück weit anspruchsvoll in der Positionierung. Und auch im Zielen, denn im Zielen muss man sich echt gut einschießen. Ja, gerade weil die Munition so langsam unterwegs ist bei AP und die benutzt ihr ja nun mal am häufigsten auf diesem Schlachtschiff, müsst ihr echt gut einzielen, ja, bei den Granatengeschwindigkeiten hier. 762 Meter pro Sekunde, ich wollte gerade den Wert nochmal raussuchen, hat dieses Schiff ja nur. Ne, also ja, daran gilt es sich zu gewöhnen. Sonst hoffe ich, dass euch dieses Video wieder ein bisschen weitergeholfen hat, wie ihr eure Montana skillen wollt, solltet oder vielleicht mal ausprobieren wollt.
Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, könnt ihr uns gerne abonnieren. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, wir sind natürlich auch in anderen sozialen Medien zu erreichen. Also hier zum Beispiel Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Ich danke jetzt für eure Zeit und dann sehen wir uns im nächsten Video hier auf dem Seekrauts-Kanal. Tschüss sagt euer Seekrauts-Team und euer Andi. Ciao, ciao.